Ja, herzlich willkommen bei Finanzhaus Würzburg. Ich bin der Jürgen Schäflein. Unser heutiges Thema: Bremsmanöver der US-Notenbank. Ja, die US-Notenbank hat einen Regimewechsel jetzt vollzogen. Wo vor 12 Monaten noch das Thema Vollbeschäftigung Nummer 1 war, ist jetzt das Thema Nummer 1 die Bekämpfung der hohen Inflation. Ja, wir haben in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass die Inflation angefangen hat zu steigen. Wir hatten Nachholbedarf nach dem 2020er Pandemiejahr, hohe Nachfrage bei den US-Konsumenten, sehr viel Geld im Markt. Dann hatten wir die Probleme mit den Lieferketten. Die Probleme haben wir heute ja auch noch, wenn man jetzt denkt an China, Shanghai ist im Lockdown. Dazu leider noch gekommen der furchtbare Krieg in der Ukraine. All das hat natürlich die Inflation befeuert. Die Inflationsraten sind aktuell auf einem unglaublich hohen Niveau. Natürlich angeführt von den hohen Preissteigerungen im Energiesektor, im Rohstoffsektor, im Sektor der Nahrungsmittel. Ja, und für viele Anleger ist es auch ein neues Umfeld. Man hat ja schon ewig nicht mehr das Thema Inflation auf dem Zettel gehabt. Damit musste man sich nicht groß beschäftigen. Jetzt ist es da. Der Regimewechsel in der USA durch die US-Notenbank führt natürlich dazu, dass die Zinsen erhöht werden. Wir haben ja jetzt den ersten Zinsschritt in 2022 gesehen. Es werden einige weitere folgen in diesem Jahr. Der nächste ist geplant für Mai 2022. Und dazu kommen natürlich noch weitere Straffungsmaßnahmen, also die Politik des lockeren Geldes. Das ist jetzt erstmal vorbei. Da wird die US-Notenbank jetzt eher ihre Bilanz verkürzen. Ja, das all führt natürlich zu dem, dass die Volatilität an den Aktien und an den Rentenmärkten weitaus höher sein wird, als wie wir es im Jahr 2021 gesehen haben. Und es gibt Ängste in der USA auch zum Thema Rezession. Man merkt es daran, dass die Bonden, an den Bondmärkten in den USA die Zinskurve flacht also sehr rasant ab im Verhältnis die 10-jährigen Treasuries zu den 2-jährigen Treasuries. Also da signalisiert der Bondmarkt Warnsignale. Ja, wie gesagt, höhere Volatilität. Es wird nicht mehr so einfach werden an den Märkten wie in 2021. Ja, das, was jetzt die US-Notenbank auf dem Schirm hat, wird irgendwann auch auf der EZB zurück auf die EZB praktisch auch ein Thema, für die EZB praktisch auch ein Thema werden. Die EZB hat ja das Hauptziel Preisstabilität und jetzt ist sie in einem gewissen Dilemma, weil sie muss ja natürlich auch irgendwo dafür sorgen, dass der Euro stabil bleibt. Und es ist kein Geheimnis, dass wenn jetzt hier größere Zinssteigerungen wären, es einige schwächere Länder in Europa treffen würde. Und ja, das ist die Problematik, vor der jetzt die EZB stehen wird. Ja, was heißt das für Sie, für euch als Anleger? Wie gesagt, es wird schwieriger. Man muss sich sehr bewusst sein, es war eigentlich schon vorher so, nur ist es glaube ich 2021, weil manches doch zu leicht war, irgendwo in den Hintergrund gerückt. Man muss sich wirklich heute auch nach wie vor sehr bewusst sein darüber, wie ist mein Anlagehorizont, wie ist mein Risikoprofil, wie ist meine Risikotoleranz, meine Risikobereitschaft. Das sollte man wissen, bevor man in den Märkten investiert. Wir helfen euch gerne dabei, ein Konzept aufzustellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Ihr, euer Jürgen Schäflein.